Schlafenszeit für Juri. Falls er während der Nacht aufwachen sollte, hört das Vater Dominik Simicek mit Hilfe einer Babyphone-App und zweier Handys. Er und Frau Franziska Brändle können damit alle Geräusche aus dem Kinderzimmer mithören. Ich höre das Kind brüllen. Ich höre, wenn er sich bewegt, wenn er schwätzt. Das spielt auch nicht so eine Rolle, wenn es vielleicht 5 Meter physisch entfernt ist oder 50 Meter. Es ist auch wichtig, dass man weiss, ja, wenn etwas ist, dann kann man schauen. Drei verschiedene Arten von Babyphones schickt Carsten Storz ins Testlabor. 5 klassische Modelle, die ausschließlich Töne aus dem Kinderzimmer übertragen. Hier haben wir ein Audio-Babyphon mit wenig Einstellmöglichkeiten, dadurch auch einfacher zu bedienen und auch ein bisschen günstiger. 5 Babyphones mit Kamera und Monitor, auf dem die Eltern ihr Kind sehen können. Wie Sie schon sehen, haben die auch mehr Tasten, macht es ein bisschen komplizierter zu bedienen, steckt mehr Technik drin, macht es auch ein bisschen teurer. Und 2 Babyphone-Apps für iOS- und Android-Handys. Man muss natürlich eine gewisse technische Affinität haben, um die Apps zu verwenden. Es ist viel komplizierter. Testkriterium Audioqualität. Testleiter Jonas Fischer prüft mit einer Sprachaufnahme, wie differenziert das Tonsignal übertragen wird. Als eine Droschke uns an das Ziel meiner Neugier getragen. Nicht alle Modelle überzeugen. Aufgenommen hatte. Dieses Modell ohne Monitor schneidet hier schlecht ab. Wir haben ein Gerät im Test, das noch analoge Übertragung hat und das ist weit abgeschlagen mit der schlechtesten Audioqualität. Die anderen Geräte haben digitale Datenübertragung, bei denen ist die Übertragung gut. Testkriterium Reichweite. Testleiter Jonas Fischer entfernt sich im Gebäude immer weiter von der Tonquelle und notiert die Klangqualität, bis das Gerät das Signal ganz verliert. Draußen dient ein Handy als Tonquelle. Mit dem Distanzmesser stellt der Tester die exakte Entfernung zum Babyphone-Sender fest. Die meisten Geräte übertragen im freien Feld über mehr als 500 Meter. Testkriterium Handhabung. Das Testteam bewertet, wie einfach die Geräte in Betrieb genommen und im täglichen Gebrauch bedient werden können. Wenn man quasi schon beim Aufstellen des Gerätes verzweifelt, dann wird man auch später wahrscheinlich nicht glücklich werden. Eine der beiden getesteten Handy-Apps benachrichtigt die Eltern unzuverlässig. Das gibt einen deutlichen Abzug in der Gesamtbewertung. In der Kategorie App deshalb insgesamt ungenügend die App Babyphone Sabi. Jährlich kostet sie 35 Franken für iOS bzw. 36 Franken für Android-Handys. Gesamtnote 3. Insgesamt gut die App Babyphone 3G. Sie kostet einmalig 6 Franken. Gesamtnote 5,3. Testkriterium Videoqualität. Im Testzimmer prüft Jonas Fischer die Bildqualität, zum Beispiel Kontraste und Konturen. Alles erfassen die Kameras der Babyphones und Handys und übertragen es. Bei guter Beleuchtung ein scharfes Bild auf den Handys mit Babyphone-App. Das Bild auf den Babyphone-Monitoren ist weniger klar. Aber ohne Licht im Testzimmer ist kein Bild mehr auf dem Handy zu erkennen. Die Babyphones mit Monitor übertragen ein Schwarz-Weiß-Bild. Alle 5 Kameras verfügen nämlich über Infrarot-LEDs, die Aufnahmen im Dunkeln erlauben. In der Kategorie Babyphones mit Monitor, Gesamtbewertung genügend. Babymove UC für knapp 87 Franken. Und dieses Modell von Beurer. Beide haben Mängel bei der Reichweite. Gesamtbewertung gut für dieses Monitorgerät von Motorola, dieses Modell von Alecto. Und das teuerste Produkt im Test, Philips Avent, für knapp 210 Franken.
Juri schläft immer noch ruhig. Sollte das Babyfon aber Alarm schlagen, reagieren seine Eltern unterschiedlich. Ich gehe schnell mal nachschauen, wenn ich das Gefühl habe, ist irgendetwas. Aber das ist unabhängig vom Babyfon, glaube ich. Also, das heißt, beim Babyfon reagiere ich halt nachher auch schneller. Für uns ist das ein bisschen cooler, glaube ich. Ich gehe dann, wenn ich ihn höre, brüllen, wenn ich ihn höre, er ist wach, dann finde ich, ist ein Zeitpunkt, um zu schauen. Die Kategorie Babyphones ohne Monitor, die nur Töne übertragen. Gesamtbewertung genügend. Für dieses Beurer-Modell für knapp 50 Franken. Schlechte Tonqualität wegen der analogen Funktechnik. Gesamtbewertung gut. Für dieses fast dreimal so teure Babyfon von Neonate. Insgesamt sehr gut. Dieses Babyfon von Philips für knapp 100 Franken. Und dieses Modell von Alecto für knapp 70 Franken. Sowie das günstigste Gerät im Test, Rear Neo, sehr gut für 32 Franken. Solange das Baby zufrieden schläft, übertragen alle Geräte nur Gutes. Ihr habt es gesehen, ein einziges Babyfon war in unserem Test ungenügend. Und zwar ist es das hier, die Babyfon-App Sabi. Die war ungenügend, weil sie nicht zuverlässig alarmiert. Der Hersteller hat zu dieser Kritik nichts sagen. Wir haben übrigens auch noch die Strahlung gemessen von all diesen Geräten. Und da gibt es gute Nachrichten. Alle Babyfone in unserem Test sind punkto Strahlung deutlich unter dem Grenzwert geblieben. Die detaillierten Resultate zu diesem Test gibt es auf unserer Internetseite. Und dort kommt ihr direkt her, wenn ihr mit dem Handy auf einen QR-Code geht oder da einblendet seht, also mit der Kamera vom Handy. Oder ihr könnt hier ganz herkömmlich über srf.ch/kassensturz gehen.